kann mich ja hier immer so seitlich bewegen, zum Beispiel. Dass ich wenigstens hier stehen bleibe und mir nicht quasi den Boden unter den Füßen weghacke. Da müssen wir auch immer nur bis zu der entsprechenden Wand gehen. Die Wand bleibt ja dann stehen. Die müssen wir ja nicht komplett wegmachen, logischerweise. So, da habt ihr ein bisschen was zum Spielen. Ein paar Holzwürfel. Ein paar Bretter. Aber schleppt die mir ja nicht weg oder macht die mir kaputt oder sowas, ne? wie gesagt, die Wände, die Außenwände, die Zwischenwände, das kann ja stehen bleiben. Da müssen wir dann jeweils nur eins draufsetzen. Aber um das eigentliche Ziel zu erreichen, müssen wir halt die Decken in den entsprechenden Stallbereichen erstmal rausnehmen. Geht halt nicht anders. Nimmt halt auch nochmal ein ganzes Stück Arbeit in Anspruch, aber ich sage mal, wir haben ja jetzt schon mal das erste Gehege geschafft hier. Und haben ja dann noch, glaube ich, 5 oder 6 vor uns. Jetzt sammle ich erstmal den ganzen Kappes hier wieder ein. Diese hätte ich nämlich gar kein Holz mitnehmen müssen, großartig. Naja, doch ein bisschen klar für die Zwischenwände dann wieder. So, wieder hoch. Und jetzt machen wir hier quasi im nächsten Stall weiter. Na, Vorsicht wieder wegen den Druckplatten. Ist halt blöd, ne? Aber ich glaube, damit können wir noch leben. Ja, also. Ist jetzt schon auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt. So, ihr Pferde, ne? Jetzt könnt ihr euren Kopf mal wieder aus dem Holz rausnehmen, euch endlich mal wieder strecken. Die krumme Wirbelsäule mal wieder gerade biegen, ne? Um die ging es ja eigentlich. Den anderen Viechern ist das ja egal, aber es ist ja auch Quatsch. Ich hätte ja jetzt nicht den Pferdestall 2 Blöcke höher machen können und die anderen Ställe hätte ich so gelassen. Das hätte dann auch wieder doof ausgeschaut. Deswegen, wenn schon, dann gleich alle. Was mich halt ein bisschen gewundert hat, ist, dass die Pferde sich vorhin nicht vermehrt haben. Bei den Eseln hat das geklappt. Zumindest einmal. So, jetzt könnt ihr eure Köpfe wieder mal ausstrecken hier. Ihr lieben Pferdchen. Ach so, jetzt. Ach so, na gut, kann ich ja so machen. Und tap. So, dass ich wenigstens auf die andere Seite komme. Ja, Axt kaputt. Die werden wir gleich mal hier unten reinnehmen, dass wir die der Reihe nach durchswitchen können hier. So, da haben die Pferde auch ein bisschen Holz zum Spielen jetzt. Läuft. So, wie weit müssen wir hier noch gehen? Da ist schon die Kante, gut. Da haben wir das auch gleich geschafft. Und dann haben wir ja noch 4. Schafe, Schweine, Hühner, Karnickel und Kühe. Okay, es sind 5. Ich hatte gerade nur Schafe, Hühner, Schweine und Kühe auf dem Schirm, aber die Karnickel waren ja auch noch. So, schön, ne? Wenn ihr auf einmal so viel Platz habt hier. Freilandgehege. Könnt ihr die Köpfchen gleich wieder nach oben strecken. Den Viechern ist das sowas von egal. Aber, wie gesagt, zu optischen Zwecken sieht das schon besser aus.
Ich werde jetzt auch erstmal die Dächer wegmachen und dann ganz zum Schluss in die Gehege reingehen und das Zeug einsammeln, bevor ich jetzt ständig hier wieder runter und wieder hoch und wieder runter und wieder hoch mache. Nimmt ja auch unnötig bloß Zeit weg. Also natürlich, ich falle hier rein. Aber das werden wir mal versuchen zu vermeiden. So. Wird das die nächste Kante hier? Das sind jetzt allerdings gerade die Kornickel. Da möchte ich jetzt aufpassen, dass mir da jetzt nichts unbedingt drauf fällt. Es ist was drauf gefallen, aber es ist gleich, geht auch gleich wieder zu. Das ist der Vorteil dran, dass die mir eben jetzt gerade nicht abrücken, weil die sind am gewieftesten, was die ganze Sache angeht hier. Bei den Pferden und bei den Eseln habe ich da gar nicht so große Angst, aber bei den Karnickeln hier, wie gesagt, da haben wir ja schon mal die total verrückte Hasenjagd. Die haben wir ja schon mal durch. Muss ich nicht nochmal haben. So, jetzt muss ich bloß aufpassen, dass das hier jetzt auch nicht unbedingt da auf den Drücker drauf fällt. Der rastet nämlich schon aus da unten. Blödes Vieh. So, bis hierher. Eieiei, das ist schon... ist schon eine Lebensaufgabe. Vor allen Dingen, ja, weil ich halt... weil es halt monoton ist, da kann man nicht viel reden, da können wir nicht viel irgendwie Abwechslung reinbringen gerade. Ist halt einfach nur eine sture Abtragungsarbeit. Wenn wir das geschafft haben, dann alles einsammeln. Wenn wir das geschafft haben, zwei Blöcke nach oben gehen. Und wenn wir das geschafft haben, den ganzen Cobblestone wieder oben drauf setzen. Das ist eigentlich alles. Klingt so primitiv, dauert aber gefühlt schon wieder Stunden hier. Also ich meine, 3-4 Folgen haben wir bestimmt schon dafür aufgeopfert. Das ist ja dann schon eine Stunde. Und dann sind wir jetzt noch nicht mal mit Abtragen fertig. Dann müssen wir ja alles wieder oben drauf bauen. Also nicht mal Halbzeit von dem eigentlichen Projekt. Wie gesagt, das Einzige, was da ein bisschen schneller geht, das Aufbauen, sage ich mal, dauert nicht ganz so lange wie das Abtragen. Weil wir da ja nur die Blöcke dran ploppen müssen und nicht hier warten müssen, bis die abgetragen sind. Tja, die Hasen freuen sich da unten, ne? Mit dem ganzen Holz. Können sie mir schön zerfressen. Aber das machen die ja nicht. Ist ja Minecraft. Oh, jetzt war ich unvorsichtig. Jetzt bin ich doch runtergefallen. Na gut, passiert, egal. Kann ich wenigstens gleich das Zeug einsammeln, zumindest bei den Karnickeln hier. Weil es doch ein bisschen risky ist, dass die das hier irgendwie noch wegschieben oder was. Und am Ende doch die ganzen Türen aufmachen oder sowas. Das Risiko will ich jetzt nicht unbedingt eingehen. Dieses blöde Vieh hier, ja genau du. Kannst du mal bitte wieder reingehen zu den anderen? Danke. Nee, nicht ganz. Scheiße, Alter. Okay, tot. Alles klar. Ja, wenn du jetzt nicht reingehst, Kumpel, dann bist du der Nächste, der stirbt hier. Ich sag's nur. Glück gehabt, wa? Alter, ich sag ja, die Karnickel sind unberechenbar, ey. Mein Gott. Und jetzt stellt euch mal vor, wir hätten hier so irgendwie Frösche oder so. Die können ja teilweise 8 Blöcke hochspringen. Die würden wir jetzt... die würden mir jetzt hier ohne Dach einfach abhauen. Also Frösche könnte ich hier überhaupt nicht halten. Da müsste ich das... da müsste ich einen halben Wolkenkratzer draus bauen aus diesem Lagerhaus. Aus diesem Stallgebäude hier.
sind mir hier tatsächlich die ganzen Holzblöcke verloren gegangen, ne? Ich sag's nur. Also müssen wir das tatsächlich dann doch immer mal wieder zwischendurch einsammeln. Die sind jetzt alle weg hier bei den Pferden, oder habe ich die zwischendurch geholt? Bin ich gerade nicht sicher. Ich glaube, es waren mehr. Gut, egal. Drei haben wir und vier haben wir noch. Weil von unten würde sich das schon besser machen. Aber wie gesagt, die Tiere würden mich halt ständig wegschubsen. Das ist das Problem. Deswegen muss ich mich ja so blöd oben lang basteln. Ah, es regnet Holz. Da staunt er aber. Schäfchen. Was soll ich sonst noch sagen? Schönes Wetter heute. Es ist Nacht, alles klar. So, auch aufpassen, dass es nicht auf die Druckplatten drauf fällt hier. Schafe sind zwar relativ schnell dann wieder zu bändigen im Vergleich zu den Karnickeln. Ich meine, gut, ich sag mal so, immer, wenn die mir jetzt abgerückt wären, dann hätte ich halt eine Karotte geholt, hätte die halt wieder zurückgebracht zu ihren Stellen. Aber es muss ja nicht unbedingt sein. Eins ist jetzt dabei. Leider umgekommen, wo mir gerade einfällt, da habe ich ja einmal rohes Kaninchen. Ach, das wollte ich fast hier reinmachen, aber das kommt ja dann eher mit in unsere Nahrungstruhe. Wird dann einfach gegrillt und mal mit weggefuttert. Weil wir diese Nahrungstruhe auch nur brauchen, sollten wir mal irgendwann im wirklichen Survival-Modus spielen, also den friedlichen Modi ausschalten. Da verlieren wir ja dann auch Leben, wenn wir uns nicht irgendwie ernähren. Und deswegen sammle ich ja das ganze Zeug, damit ich das irgendwann vielleicht mal wieder einstellen kann, wenn ich auch eine gescheute Rüstung habe, wenn ich auch ein paar vernünftige Waffen habe. Alles so eine Sache. Weil was die letzten Male passiert ist, als ich die Monster anhatte, das wissen wir ja alle. Ich habe es meistens nicht überlebt und habe mich bei Zeiten wieder von diesem Spielmodus verabschiedet. Was machen denn die Schafe da gerade? Wrestling oder? Das sind schon ein paar dumme Tierchen. Schieben sich hier, guck mal, die machen Love Train. Schieben sich hier gegenseitig durch die Gegend. Ja. Stück für Stück zum Glück. So, da haben wir das in der Folge wenigstens mit der Seite auch noch geschafft. Jetzt habe ich mich hier natürlich. Na gut, ich muss ja sowieso runter und das Holz einsammeln, dass es nicht wieder vorsichtshalber aus Versehen verschwindet. Quatsch. So, hi Schafe. Ich sammle mal eben mein Holz. Ihr habt aber die Wiese ja kahl gefressen, Mensch. Leute. Okay, ich habe keinen Platz mehr für Holz. Geil. Es ist voll. Das heißt jetzt, dass ich erstmal obligatorisch da wieder nach oben gehen würde und schon mal anfangen würde, ein bisschen Holz zu verbauen. Dass wir wieder ein bisschen ein paar Slots freikriegen. Nämlich so. Dann machen wir dann in der nächsten Folge weiter.